Bis dann und ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelbe Edition. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Felstunnel. Und ja, auf geht's. Wie ihr seht, was ich schon einmal angekündigt habe, seht ihr, dass man anhand dieser Felsen ungefähr sehen kann, wie man gehen muss. Nur der Übersicht halber jetzt. Mache ich jetzt als einfach, setze ich tatsächlich meinen Pipi ein und setze Blitz ein, dass ihr auch mehr seht von den Tunneln. Wieso? Sieht das Ganze dann aus. So, gibt's hier irgendwie was Interessantes noch? Nichts Interessantes. Pikachu kann man durchsehen. Ich glaube, der startet typisch. Oh, der startet mit irgendwas anderem. Als erstes taucht erstmal ein Level 21er nach Grollo auf. Ist aber kein Pokémon. Ich glaube, der fängt nämlich an mit einem Tragosso. Der fängt nämlich, glaube ich, an mit einem Tragosso. Level 20. Weil die Streber meistens auch Fleckmon einsetzen. Level 23. Ja, manchmal weiß ich auch zu leveln, aber ich kenne grob die Pokémon. Ach so, gerade bei den alten Editionen weiß ich ungefähr, wie es sich macht. Hä? Ja, nimm mal die Sandwirbel. Damit du mich nicht voll heulen kannst. Boah, beim Pokémon Trading hat jemand. Oh, das kann man auch mal jetzt bringen, vielleicht. Let's Play, das Pokémon Trading Card Game. Wenn ihr da Bock drauf hättet, schreibt es halt in die Kommentare. Ich tippe sie gerade ein. Beim Trading Card Game gibt es nämlich bei ihm eine Attacke. Die heißt, glaube ich, auch Heuler. Nimmt ihm 30 Schadenspunkte weg. Und ja. 30 Schadenspunkte sind für viele Pokémon sehr viel und dann ist es teilweise fast unbesiegbar. Es kann nur diese eine Attacke. Es ist total nervig, weil du dann so viel Dings verlierst. Naja. Vielleicht machen wir es noch. Ich müsste es mir nochmal runterladen. So, das Fleckmon habe ich besiegt. Und Pikachu hat bei der Level 28. Okay, keine. Kann ich da links Pikachu nach vorne packen? Ich weiß ungefähr, was die meisten Trainer besiegen. Das passiert hier öfters. Dieser Tunnel ist nicht gerade kurz. Also der ist deutlich länger als der Mondberg. Ich glaube, es ist überhaupt die längste, in Anführungszeichen, Route in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob spätere Tunnel nicht länger sind, nicht kürzer sind alle. Gut, du zeichnest auch so gerne Pokémon. Ein weiterer Streber, glaube ich, ist es. Ach Gott, ein Pokémon jagt natürlich. Ein Fleckmon hast du. Wie gesagt, die meisten besitzen eigentlich diese Pokémon. Warte, was dieser Höhle will. Obwohl Fleckmon wäre auch keine schlechte Wahl, weil so ein Typ das zwei Typen hat, nämlich einmal Psycho und einmal Wasser. Gut, Level 29. Erfahrungspunkte geben sie auch sehr, sehr viel. Pikachu reicht Level 29, bei Level 30 schon. Die nächste Attacke, die wir ins Moveset nehmen, ist Level 42. Die Donnerattacke. Genau, richtig. Gucken wir mal, ob wir schon demnächst rausgehen können. Spätestens in der nächsten Arena haben wir dann irgendwann unsere Taubers. Wir sind jetzt auf 4 Level. Und ich weiß nicht, wie viel der noch kriegt. Die hat nämlich zwei Pflanzen-Pokémon, nicht Mirapla. Ach du, ich hasse sowas, ey. Ich meine nicht, dass ich Schatz mehr noch, aber das ist das halt das Nervige, dass du jetzt ewig brauchst, bis du normalerweise ewig brauchst, bis du wach bist. Und dann willst du mit so einer Attacke ankommen. Die einen, na, zwei abziehen. Zwei niedrige KP abnehmen. Die hätte 45, 46 mal angreifen müssen. Und 47 mal angreifen müssen, um zu besiegen. Und ein Bisasam. Als nächstes. Das wusste ich tatsächlich auch.
Ja, Giftbude ist mir lieber, dann kannst du nämlich nichts anderes machen. Und dadurch. Wieder ruckzuck, wenn sie sich dann. Egal. Flügelschlag 35 HP. Alles gut. So, ich nehme mal kurz mein Gegengift. Dass das dann die ganze Zeit flackert hier und mir halt nach und nach Energie klaut, will ich nicht unbedingt haben. Ein Zubat! Das hat man diese Route noch nicht. Oder diesem Tunnel noch nicht. Nur halt mal Holle meistens. Ich glaube, zwei drin gibt es hier Kleinschein. Und auch Onix. Also Standard in dieser Höhle hier. Oder Standard in allen Höhlen normalerweise. Zubat gibt es immer da, wo es dunkel ist. So, möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Nee. Wieder ein Pokémon-Jagd. Mit einem Glumanda. Ein Bisasam, ein Glumanda haben wir schon gesehen. Fehlt nur noch Shiggy. Es hilft aber dann immer noch später auf den Wasserrouten anzutreffen sein. Glumanda ist down. Ich hätte das jetzt gerne ins Team genommen, aber ihr wolltet ja ein anderes Feuer-Pokémon. Und ich schwöre ja nochmal durch. Du kannst nichts einsetzen, was deine Bodenattacke kriegt. Knochenrang, deine Knochenkeule, nichts, außer deinen scheiß Heuler oder eventuell mal eine Kopfnuss. So, im Gegensatz zu Windschuss ist das Flügelschlag übrigens physisch. Auch er hat sich verabschiedet, der nächste. So, weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Ein wildes Macholo. Hallo Macholo, Level 18. Aber nichts weiter für uns. So, was haben wir denn hier noch? Das ist noch ein Trainer. Ich hab da drüber ist noch einer. Das sind, glaube ich, noch zwei Ebenen danach. Den Kleinschein noch nicht jetzt versagen können. Eigentlich klar. So. Und Schaufler und Schiss. Ah, jetzt hätte ich das Finale einsetzen können. Jetzt Finale ein. Sehr gut, Kleinschein ist down. Ich kann hier nicht viel machen mit Pikachu. Das ist das Problem an der Sache momentan. Pikachu kann nur die Pokémon-Jags besiegen und nicht die Wanderer. Bis auf die Macholos, weil ich kann und werde Pikachu kein Surfer beibringen. Ich glaube, ich werde ihm noch Donners Team Moveset nehmen und das war's dann auch. Tschüss, Zubat. Und war da oben noch ein Trainer? Ja, da oben ist noch ein Trainer. Du hast noch einen Pokémon. Zeig mal, was du drauf hast. Okay. Schade, dass er immer wieder so ein Pokémon hat. Dass der Macholos, zum Beispiel noch dabei hat, was eigentlich für unser Tauboga noch ein bisschen gut wäre. Ja, fast komplett runter, ne? Kann nicht sein, ey. Kriegt dann so eine schwache Defensive. Ist das Musik? Oder ein Onix? Jetzt auch noch einen. Ja. Ich gehe auf Minky.
und seinem Klammerblitz. Eigentlich wollte ich Fußkick machen. Ich glaube, es rächt sich gerade so ein bisschen, dass ich nur die zwei da vorne trainiert habe. Aber wie gesagt, sobald ich mein Wasser-Pokémon hat sich das hier auch mit den Wanderern ein bisschen anders aus. Aber das kommt, das ist ja auch die letzte Höhle, wo es Wanderer gibt, halt noch, auf Routen. Aber ich glaube, im späteren Verlauf gibt es keine Wanderer mehr. Es gibt danach nur noch eine Höhle. Zwei Höhlen. In der einen gibt es keine Träne. In der anderen gibt es keine Wanderer. Da gibt es ja andere Trainer. Oh, Totgeklammergriff. Ja, ist klar. Ich hasse diese Attacken. Ich muss mal probieren mit dieser Sache. Ich glaube nicht, dass es was bringt, weil ich kann glaube ich... Ja. Glück hat. Und wieso sagen wir sieht doch nichts? Und wieso sagen steigt auf Level 12 an? 12 auf. Noch ein Level, dann hätte ich zumindest. Einen. So. Mal kurz einen Supertrank. Und dann einen weiteren Wanderer. Es sind einige dieser Höhle. Ich glaube danach noch drei. Zwei, an die ich mich erinnern kann. Ja, fängt man nicht erstes mit dem Kleinstein, Level 19 an. Ich habe ja Glück. Nee. Kleinstein tut es nicht hingefallen. Jetzt setzt er seine Einigler-Attacke ein. Okay, das ist auch nicht weiter tragisch, weil die nächste Attacke sollte es trotzdem töten. Oder besiegen. Ja. Und Level 21 für Dicta. Ja, mach Hollow als nächstes. Man trotzdem überlegen, ich habe bei diesem Wandern echt mega Probleme. Weil sowohl Pikachu als auch Tauboga können gegen Wanderer. Die Stein-Pokémon nicht wirklich viel ausrichten. Und jetzt hat er noch einen kleinen Schein. Ja, ich habe bald, wie gesagt, die Möglichkeit, über Dickdown oder Mankey zu gehen. Und momentan ist es Dickdown. Und jetzt bin ich irgendwie auch froh, dass ich es gefangen habe. Weil Mankey ist besiegt. Dickdown ist zumindest schon mal Level 21. Volltreffer ist Siegdar down. Und das nächste Kleinschein down. Und der nächste. Fast komplett runter. Jetzt setzt du einigen ein. Und tschüss. Liebes kleines Kleinstein, bist du weg und Dicta steigt nicht mehr laut. Ich bin auch voll. Dicta sich mal zu Diktrin wickeln würde, ich glaube, das tut es auf Level 23, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber auch Dicta, das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Sieht halt, dass kein Spitzname hat. Deswegen. Gut, der nächste ist. Könnte sein, dass ich mich verlaufen habe? Keine Ahnung. Ich gehe halt nur in der Gegend rum, ne? Mehr tust du nicht. Einmal drei Pokémon, einmal fängt er an mit Onix. Ich glaube, ich weiß, was er hat. Stein muss jetzt Onix sein. Nein, nicht ganz. Ich schaue mal, ob ich treffe jetzt. Zieht ihm mir 8 KP ab. Klammer die gute.
Level 22 für Digda. Und der hat noch ein Onix. Ich hatte mit was anderem gerechnet. Ist die verarschen? Okay, können wir es mal so machen. Ganz auf Grundeis wollte ich nicht laufen. Weil das wäre jetzt noch schwieriger geworden. Das wäre eine schwierige Herausforderung geworden. So, einmal muss ich den Kreideschrei einsetzen. Bringt ihm nicht viel. Und dann hat sich das auch erledigt mit ihm. Und er setzt einen Kleinschrank ein, Gott sei Dank. Ich habe nämlich was anderes gerechnet tatsächlich. Ich hatte mit einem anderen Pokémon gerechnet als Kleinschein. Aber es kommt später noch, glaube ich. Es sitzt dort nur eigentlich jetzt sofort die Ebene sein darunter. Da sind noch mal ein paar Trainer. Man entwickelt sich schon 22. 22 wäre natürlich noch genialer. Nein! Gut, dann geht's hier oben jetzt weiter. Ich glaube, das doch noch da. Doch, ein Trainer haben wir noch. Auf dieser Ebene. Ein Trainer haben wir noch auf dieser Ebene. Und der hat. Ich glaube, auf der letzten. Ja, es dürfte nicht mehr viel sein. Es dürften, wie gesagt, noch zwei Ebenen sein. Wenn ich richtig komme, haben wir 6 oder 7 Trainer noch. So, ich bin sofort wieder da. Eine Sekunde, es dauert jetzt einen Moment, dass ich jetzt mal gerade still bin, aber geht gleich weiter. Sofort. So, ich bin wieder da. Ich wollte eigentlich auf Schaufler gehen und nicht auf Angriff. Das ist natürlich ärgerlich, weil er jetzt gerade Finale einsetzt. Ich hoffe, dass es überlebt. Ich hoffe, dass es sich doch gebracht hat. Ich wusste es. Verdammt! So. Jetzt kommt er mit Georg. Ich kann auf einen spekulieren. Er tut es. Und das war die Hoffnung, die ich hatte gerade. Dass er mit dem Sandwirbel nicht dann nicht trifft. Mich nicht trifft. Aber dass jetzt Dick da natürlich noch down ist. Zusätzlich. Neben Menki. Tut mir noch mehr weh. Aber gut. Das ganze Ding wird jetzt noch ein bisschen interessanter. Zubat. Ich habe schon zweimal eine Pokémon down. Das gefällt mir gerade gar nicht. Weil es nach der Höhle noch ein paar Trainer gibt. Bis zum nächsten Pokémon Center. Gut. Eigentlich viel zu wilde Pokémon. Viel zu viel wilde Pokémon. Ich hätte gerne noch ein bisschen gewartet.
Ja, doch, der Part ist lang. Ist leer. Sehr, sehr lang. So, wir haben noch hier einen Trainer. Aber es sollte jetzt nur noch danach eine Ebene sein mit 4 Trainern danach. Eine Göre mit einem Pummeluff. Oder eine Pfadfinderin mit einem Pummeluff. Bitte tu mir jetzt nicht den Scheiß gefallen. Bitte mach jetzt nicht die Scheiße auch noch mit dem Scheißgesang. Ich gehe das so Höhen auch. Egal was für Level ich damit mit dem Pokémon habe, ich gebe ein bisschen noch ein Zahnfleisch. So, taubt sie. Da hätte ich noch zur Not. So, sie setzt auf einen Mautzi hinterher an. Packt den zweiten allerdings nicht. So, da oben ist noch ein Wanderer. Ich glaube, da müssen wir noch hoch, dann haben wir noch die Ebene. Ich glaube, das sind nur noch, ist der 5. letzte Trainer jetzt, wenn ich richtig im Kopf habe. Hallo Wanderer, was hast du? Fängt an mit einem kleinen Stein. Ne? Es ist mir klar, dass du so, dass die jetzt nur durchgeht. Was machen wir denn? Ich kann eigentlich fast nur opfern. Jetzt machen wir die Attacke. Dann die Finale ein. Okay, dann werden es nur noch 2. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll, wie ich ehrlich bin. Er setzt noch einen Kleinschein ein. Ich kann jetzt natürlich nur hoffen, dass ich über die Levelunterschiede gehe. Ich gehe mal über Sandwirbel drauf, falls er wieder Finale einsetzen will. Scheiße, das trifft auch noch. Ne? Ich bin so gerade derbe auf dem. Ja, es wird gerade schwierig werden. Es wird verdammt schwer werden. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich es schaffen soll. Ich glaube, es ist so die letzte Hürde. Ich hoffe, dass er dich trifft. Natürlich trifft er. Dreimal Sandwirbel ins Gesicht bekommen, aber trotzdem trifft das Viech, ne? Und jetzt hat er noch einen Georock. Tu mir bitte einen Gefallen. Besieg dich selbst, Miss Vieh. Ansonsten habe ich ein dickes Problem. Er tut's. Ja, das wär's natürlich jetzt. Pixie ist auch down. Ich habe fast nichts mehr an Pokémon, ne? Ich habe 3 oder so. Ja, ich habe gerade erst so Probleme mit dem Team, mit den. Ich keine Beleber habe, dass es die noch nicht gibt im Spiel. Ich habe sogar 4 down. Ja, geil. Ich habe nur noch Sparky und Tori, also Pikachu und Tauboga. Na, Halleluja, hoffentlich haben wir keine Dings mehr. Erstmal ein wildes Pokémon. Ja, es ist aber gleich vorbei. Es ist nicht mehr viel. Ich gebe es vor, nach dem Tunnel gehe ich dann erstmal ins Pokémon Center, weil ich muss das Team wiederholen. Aber es bringt nichts. Da ist mindestens noch ein Wanderer unterwegs. Mein Team aussehen, ey. Pikachu hast du. Pikachu. Rein und gegen Fleckmon. Sollte mal was Leichtes sein.
Und der direkt noch ein Fleckmann. Ich glaube, der hat 3. Ich glaube, er hat 3. Ja. Abwechslung kenne ich ja auch nicht. Und tschüss, Fleckmann. Und Pikachu erreicht Level 30. Sehr gut. So. Jetzt sind hier unten noch einige Trainer. Ja, ja, keine Sorge, der Part geht noch. Der Part geht noch. Ich mache erstmal nur das Ding hier und dann mache ich hier einen kleinen Folgenbreak. Sobald wir aus dieser Höhle raus. Dann machen wir nämlich noch die nächste Stadt, beziehungsweise die paar Trainer, die noch da stehen. Machen wir dann im nächsten Part. Jetzt ist noch Bibi hinterher. Bibi. Muss ich ein bisschen schmaler an die Dinge, aber ich glaube, es sollte überleben. Es dürfte überleben, ja, es ist knapp. Gelbe Bereiche, aber trotzdem überlebt es noch die zweite Attacke hinterher. So, an der Rückzugkeep. So, Tori ist auch nicht mehr so weit weg von, so rasend weit weg von der nächsten Entwicklung. Ne, es sind nur noch 2 Trainer, das ist jetzt danach nur noch 1 Trainer. Und dann sind wir durch diese Route. Halleluja! Durch diese Höhle. Ein Topsy. Level 19. Das passiert übrigens, wenn man im Kampf Wirbelwind einsetzt. So, danach noch ein Radfahrzeug, das ist wieder 4 Pokémon tatsächlich. Ich kann mich erinnern, mal, dass es 3 sind und kann im einen halt auch wieder mit Profensatz ankommt. Aber okay. Tori, erledigt. Radfahrz erledigt. Das ist noch ein Radfahrz. Dann bleiben wir dabei. So, die Variante. Und ein Profensa. Da kommt doch noch eins, wo ich mich so ein bisschen erinnern konnte. Ja, ich weiß auch nicht bei jedem Trainer tatsächlich die einzelnen Pokémon und die Level. Und manchmal schon, aber den haben wir jetzt gerade nicht. Ich wusste, dass irgendwo ein Pokémon mit drin war. Oh, Level 34. Noch 2 Level, liebe Leute. Früher hatte ich das noch nie Tauboss. Ich weiß, dass ich immer gerne, wo ich früher angefangen habe, das erste war Rot-Blau, oder Blau war, aber damals meine erste Edition tatsächlich, angefangen habe hier zu zocken. Da habe ich mit Shigi angefangen. Und, okay, letzter Trainer. Und hatte dann quasi schon hier an der Stelle, hatte ich dann am Ende schon Totdack mit Level 40 oder sowas. Weil ich halt nur, nur mein Anfangs-Pokémon trainiert habe. Ich hatte dann am Ende, glaube ich, Turtag mit Level 50 oder so und der Rest war dann nur Level 20 oder 30. Warum hat diese Zahl da geil? So, nächstes Myrapla. Ich bin jetzt froh, dass ich diese Höhle bin, weil das ist der letzte Trainer dieser Höhle. Alter Verwalter, die war schwieriger als ich dachte. Aber gut, Herausforderung muss auch manchmal sein. Und Taubsi ist das letzte. Was jetzt auch noch schnell. Wir sehen jetzt wirklich echt nicht nochmal aus. Level 20. Das verliert nochmal. Das wollte auf die Idee kommen. Ey, ich kann da einen Rucksack einsetzen. Setze ich das kurz noch ein.
Gut. Leute, wir sind durch. Naja. Ist ja denn das Spiel entscheidet? Hey, nö, du nicht. Noch nicht. Hey, jetzt schmeißt mir noch einen Kleinstein vor die Nase. Jetzt sind wir durch. Dankeschön, liebe Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Game Edition. Weil dann kümmern wir uns um die Trainer, die hier noch sind. Und dann marschieren wir... Ja gut, wir marschieren erst noch Lavandia, Heidis Team. Und gehen dann die Trainer hier nochmal an. Und dann geht's Step by Step Richtung Prismania City und dem nächsten Ort. Bis dahin und ciao.